Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Fallout 4 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch unterwegs in der Festung, Hütte, Bude, was auch immer, vom Automatron. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Ich habe einen Verdacht, was er ist, nicht wer er ist, sondern was er ist. Aber das möchte ich jetzt hier mal noch nicht, will mich nicht zum Deppen machen. Gut, ich kann dir sagen, ich vermute mal, dass er ein riesengroßes Gehirn ist, was in irgendeiner... Also, dass er keine echte lebende Person in dem Sinne, sondern dass er einfach ein großes Gehirn ist, was irgendwo in einer Nährlösung schwimmt und von dort aus die ganzen Roboter befehligt. Reparaturen, Schrott sammeln, abgebrochen, Einheit PT. Okay. Sehr, sehr gerne, Mäuschen. Also eben da ist der Knopf. Das ist schön. Was macht denn Ada da unten? Also Ada, ernsthaft. Bist du runtergefallen? Die wird schon nachkommen. Hier drüben. Da ist es. Seht ihr? Die Zauberäder. Irgendwie zieht sich das hier gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Öffne das. Warum diese Zelle ist, würde ich auch gerne mal wissen. Das ist die gleiche Tür wie von einem Vault. Also wir hätten hier mehr Action reinmachen müssen, mehr Gegner. Ich hoffe, da kommt noch was. Das ist ein bisschen lame gerade. Kennwort Verpfändungsterminal. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber da sie zu ihrem Gefängnis haben. Kann ich vermuten, dass sie der Abschaum der Gesellschaft. Ich glaube, die Leute hier haben keiner was mit ihnen kassieren. Und aber eins ist sicher für die Gefangenen. Besser denn, wenn sie ihre Strafe anders verbüßt hätten. Ups. Ah, na egal. Ich will das aber gern lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einige Gerüchte gehört, dass sie mir gar nicht gefallen. Eben meinte er, dass er gehört hat, wie zweite Eierköpfe darüber gesprochen haben, dass den Gefangenen das Gehirn aus dem Kopf geholt wird oder sowas. Ich wusste, dass er eine ziemlich heftige Sache, dass sie das im wahrsten Sinne des Wortes aufschneiden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin schließlich zum Militär gegangen, um mein Land zu dienen. Amerikanische Schätze, das Ganze vorerst für mich behalten. Die Gerüchte, die im Block der Runde machen, werden immer schlimmer. Einer unserer Informanten meint, dass die Gefangenen über einen Aufstand nachdenken. Wenn es stimmt, was man so hört, dass die Gefangenen zerlegt und die Teile für Roboter verwendet, kann ich ihnen das nicht mal übel verdenken. Er meint, dass wir direkt Status Gamma einleiten sollten, aber ich will keine Panik verbreiten.
sich vermeiden lässt. Ich habe beschlossen, nach ganz oben zu gehen, die Sache mit General Rawlings zu besprechen. Es ist egal, ob die Kriminelle sind. Die Männer sind falsch und müssen gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Potter wurde heute aus der Anlage versetzt. Ich schätze, er darf jetzt Klos in irgendeinen abgelegenen Horchposten schrubben. Sie haben mir die Leitung des Zellenblocks übertragen und ich habe Statuskammer eingeleitet. Zwei Tage dort, keiner der Gefangenen mehr an einen Aufstand. Jetzt ist wieder Ruhe. Die Führung hat mir so gegeben, Leute in die Medizin zu schicken und alles verläuft nach Plan. Dann müssen wir die Roboter einsatzfähig bringen. Ist doch egal. Beim Miesen vorbei. Ich habe Porter gesagt, dass er die Füße stellen soll, aber er wollte nicht auf mich hören. Ich dachte gerade, er würde verstehen. Ach okay, das war jetzt ein anderer, oder? Das ist persönliche Aufzeichnung. Master Sergeant Helmut Esteban. Und das war Master Sergeant Broderick, okay. Weil ich glaube, Master Sergeant ist die falsche falsche Dienstgrad für die Army. Das Master Sergeant gibt es nur in der im Marine Corps. In der Army heißt das Ding Gunnery Sergeant. What the fuck? Warum sollte man hier die... Ist hier irgendwas drin? Dann kann man jeder aufsperren. Ist ja irgendwas drin? Nee. Krass, die haben dann auch noch mit Ghouls Experimenten gemacht. Oder mit Ghoulen. Nicht schön. Säure oder ist das? Es war ist nur Wasser. Wasser seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten umfließt. Ich brauche dringendst Alu, Leute. Oh Gott, das ist ein bisschen größer hier. Ich glaube, wir sind aber schon auf der richtigen Etage. Ich glaube, wir sind schon auf der richtigen Dorsche. Wieder einmal kommt es wegen Ausfällen bei der Ausrüstung zu Verzögerungen der Abteilung. Die Hirne ist, also sind aber noch nicht auf eine solche Auslastung ausgelegt. Ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Mindestens meistens bricht einige Klinge. Meistens bricht einige Klinge, weil ein Schädel mal besonders hart ist oder eine Hydraulik. Also meistens bricht einige. Das passt trotzdem nicht. Meistens bricht einige Klinge. Oder die Hydraulik, wenn das Rückenmark nicht richtig durchtrennt wurde und das Gehirn zu früh ausgezogen. Ich hoffe, die Schilette schreit und uns nicht wieder entscheiden. Schließlich ist das nicht unsere Schuld. Wir hatten heute eine Spaß. Er hat das Biogame mit Kernadin Wort gefunden und dann gefragt, wer sich traut, das zu trinken. War gar nicht so übel, ziemlich dicklich und süß und genau mit dem richtigen Kick. Ein kleines Spiel daraus gemacht, einen Namen für den Trink. Erst jede Menge dumme Vorschläge, aber am Ende haben wir uns blöd, dass wir den Rezept nicht an die anderen arbeiten können. Aber wir kosten ungefähr $2000 pro Liter und ich glaube nicht, dass wir gestern ein Budget wegtrinken. Heute hat er und wir also haben wir einen hirnförmigen Kuchen für ihn gemacht. Naja, sowas in der Art. Eigentlich haben wir nur eins mit Zuckerguss überzogen. Wir haben mit
Hat er nicht gesagt, sein Gesicht, als er das erste Stück gespitzelt, war echt zu todlang. Ist zwar schade um das Gehirn des Objekts, aber das war es echt wert. Wir haben hier unten echt jede Menge gespart. Ich habe wirklich niemanden an unserer Abteilung versetzt. Wir arbeiten super zusammen und unsere Effizienz könnte kaum höher sein. Also, er hat in seinen Kommentar fallen, dass es sich falsch anfühlen würde, die Reste der Subjekte einzusammeln und in den Ofen zu entsorgen. Und am nächsten Tag haben die Männer aus der Fertigungshalle beim Mittagessen gefragt, ob ich ein Problem hätte, die Hirne unserer Tests mitzunehmen. Ich habe ihnen gesagt, dass mir das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, weil ich scheinbar ein Problem damit haben, was im Rahmen. Vielleicht sollten wir sie lieber woanders. Okay. Der Typ ist nicht ganz koscher. Ich glaube, das sind diese Hirnentnahmestationen. Schon ein bisschen gruselig. Muss ich mal ehrlich sagen. Es ist schon ein bisschen gruselig. Aber ich lese mir das jetzt mal noch durch, das interessiert mich. Keine Schäden. Ursprünglich erfinde ich Protokoll. Hallo, können Sie mich hören? Was, wer ist da? Wo sind Sie? Ich kann nichts sehen. Oh mein Gott, was haben die Leute mit mir gemacht? Ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Also ich kann meinen Körper nicht spüren. Ich kann überhaupt nichts spüren. Was ist passiert? Bitte. Das ist schrecklich. Aber wenn Sie sich nicht beruhigen, muss ich Sie absolut mich abschalten. Sie meinen mich töten. Oh bitte, Gott, sagen Sie mir, dass Sie... Dann schalten Sie... Das Objekt ist zu labil. Ihre Bezeichnung lautet Einheit A75. Verstanden. A ist bereit für Befehle. Ausgezeichnet. An Befehlsdiagnose Z einladen. Verstanden, 2 Minuten vergehen ohne Eingabe. Das dauert zu lange. Bitte antworten. Fehler, es wurde kein Befehl gegeben. Warte einen, verdammt, ich glaube. Es ist hinüber, aber in den Ofen. Probieren wir es mit dem nächsten. In Ordnung. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen an vor Ihrem Dienst in dieser Einrichtung? Negativ, Ma'am. Sind Sie sicher? Führen Sie einen Intensivscan. Es wurde uns gemeldet, dass Sie bei der verhaltenen Scan läuft. Bitte warten. Fehler, unbekanntes Fragen. Meine, was? Das kann nicht sein. Meine Arme, meine sind weg. Was ist mit mir passiert? Schalte ab. Ah, was Sie haben es. Das war Quadrant im Temporallab. Kann jemand einen Techniker rufen, damit er schlecht und sagt Ihnen, dass wir Arbeit in Zukunft gefälligst anständig machen sollen? Der Typ ist ja irre. Aufnahme läuft. Bitte wiederholen. Ich habe gesagt, dass ich Sie töten werde, wenn Sie mich nicht wieder in meinen Körper stecken. Erst Sie, dann alle anderen hier. Interessant, ist aber klar, dass Sie nur ein Gehirn sind, das in einem Stamminterface angeschlossen ist, oder? Sie haben jetzt keine Bedingungen. Na geil, ich finde schon einen Weg. Und wenn Sie weiter sterben, Sie als Erster. Wunderbar, ganz wunderbar. Das Fehlen Ihrem Körper rückt Sie nicht. Nein, das ist egal. Ich würde euch alle töten, kostet es, weil Schell ist ab ausgezeichnet. Sobald Gott gelöscht ist, ist das hier bereit. Ich empfehle, dass es taktisch im Team ist, sobald es in. Okay. Ja, ich lese sehr schnell, ich weiß. Tut mir leid. Amice Roletti, Chefwissenschaftlerin. Ich musste jetzt zum dritten Mal bessere Sicherheitsmaßnahmen beantragen. Unsere Fertigung ist sehr gründlich, aber da bleibt immer noch der menschliche Faktor. Das sind kriminelle und labile Persönlichkeiten. Wissenschaftler sind nicht dafür zuständig, dass jedes Testsubjekt ausreichend sediert ist. Mir wurden militärische Hilfe und Sicherheit versprochen. Aber wir brauchen mehr. Ich riskiere nicht das Leben meiner Leute. So faszinierend es ist, den menschlichen Geist mit Robotik zu verbinden. Manchmal wünschte ich, ich hätte mit diesem Projekt nichts zu tun. Hat mal nach. Alter, das Nachladen dauert so abgrundtief lange mit der Waffe.
Danke, Ada. Oh, scheiße, mein Arm ist kaputt. Ich sehe nichts. Das ist natürlich optimal für einen Endkampf. Cybermesh verbohren. Hat nach. Explodierst du jetzt noch? Junge, du siehst echt schrecklich aus, weißt du das? Du siehst richtig schrecklich aus. Das könnte gut möglich sein, Süße. Aber das könnte mir aber auch egal sein. Nein, wieder nicht. Nice. Ernsthaft? Komm mal her, Ada. Hey. Was geht? Nimmst mal am besten. Ich will dich tun. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Gerne, wenn du meine Last. Oh, da sind einige schöne Sachen dabei. Da sind einige schöne Sachen dabei, die wir anwenden können dann später. Dass das Ding nach über 200 Jahren immer noch an ist, wundert mich ein bisschen. Ja, gut, dass wir das Kennwort haben. Monate, okay. Ich hätte gerne noch mal so eine, aber ich denke mal, das wird mir nicht viel nutzen. Dass mir der Schrott dafür fehlt, sonst hätte ich mal. Okay, das waren also die Standardroboter, die damals entwickelt wurden. Ey, da kommst du mit? Oder wartest du da tatsächlich jetzt die ganze Zeit? Das war ja nicht hier. Hat die da ganze Zeit in der Ecke gestanden und gewartet. Immer wieder für
hoffe, das ist dann bald vorbei. Oh, die roten Punkte sind aber neu. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Haben wir zufällig Minen oder irgendwas? Also in der Waffen. Schade. Da hätte ich nämlich ein paar Minen vor die Dinger, aber ich denke mal, dass sie kein Problem sein sollten. Hätte ich da einfach mal ein paar Minen davor gesetzt. Okay, da drin ist ein grüner Knopf. Da müssen wir hin. Da, okay. Sparks, hilf mir mal. Ah. Ja, lass doch mal nach, mein Junge! Ist ja nervig, ey. Nein! Alter! Jetzt muss ich mal... Nein! Nein! Warum machst du das? Warum machst du, Idiot, das? Ich will sie reparieren und du steigst aus.
Alter, was für ein Aim. Erbärmlich. Ist ja erbärmlich. Meinst du? Glaube ich auch. Seh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks. Das ist doch ein Mensch. What the fuck? Es ist schön, wenn die so kaputt gehen, dass sie dann immer so teilweise ein paar Teile abstoßen. Die Leute. Ah, ich muss trinken. Bring sie rein, Spatz. Aktiviere die Tesla. Ah! What the fuck, wo bin ich? Scheiße, wir müssen vom Boden weg. Wir müssen vom Boden. Ich krieg richtig heftig Damage hier gerade. Und meine Rüstung ist schon. Au! Da müssen wir hoch. Geht doch mal kaputt! Sackratte. Stromreserve bei 34%. Bin fast tot. Mehr Minen, sofort! Warnung, kritischer Stromausfall steht bevor. Verdammt, Spax! Gib alles, was du hast! Ich habe hier noch nicht so wirklich einen Überblick, was hier gerade passiert, Leute. Es tut mir leid. Müllbot. Ich habe hier echt gerade nicht einen Überblick. Oh. Nehmen wir immer alles mit hier immer. Was, wo ist der hin? Oh, der lebt da noch. Also ich habe gerade so ein bisschen den Überblick hier verloren, was hier gerade abgeht. Irgendwie ist das ein bisschen strange. Okay, Stromausfall. Stromausfall klingt gut. Dann den Notfallstrom.
Warum beschuldigst du mich, zu den Bösen zu gehören? Ich bin total verwirrt. Das ist doch ein Mensch. Entschuldigung, muss mal was trinken. Du bist verwirrt. So viel ist klar. Wir müssen das bereden. Von Angesicht zu Angesicht. Wir reden doch schon. Und du meinst wirklich, dass ich meine sichere Kommandozentrale verlasse? Möchtest du denn nicht die Wahrheit wissen? Die Zerstörung, die du verursacht hast, ist Wahrheit genug. Nun, wie können wir beide wissen, wer aufrichtig ist, ohne einander in die Augen zu sehen? Das Risiko darfst du nicht eingehen. Du hast recht. Die Wahrheit muss ans Tageslicht kommen. Komm her, Spars. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Irgendwie ist das gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Lass uns Hallo. Das freundschaftlich besprechen. Da täuschst du dich, Mechanist. Gerne. Das hier kann mit Gewalt enden. Verrat. Du magst mich getäuscht haben, aber ich bin kein leichter Gegner. Ich wollte das scheiß fucking Licht ausmachen. Scheiße. Nein. Ich muss einen alten Speichersprung herstellen. Ich möchte das nicht mit Kampf lösen. Sorry, Leute. Ich habe gerade einen richtig großen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich das Licht ausmachen und habe dadurch aus Versehen, du bist tot, ausgewählt. Ich mache jetzt mal eine Pause, weil wir sind jetzt schon wieder bei über 30 Minuten. Und da ist die Kamera. Und wir machen in der nächsten Folge, machen wir das Ganze nochmal, aber dann eben mit nicht, du bist tot. Ich möchte nämlich das gerne ohne Kampf lösen. Ich glaube, da kann man nämlich einen Gefährten gewinnen. Bin mir nicht sicher. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Fallout 4 hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.